Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Nein, halt die Fresse, das ist cringe. Dann machst du das Intro. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute zu Besuch bei Rezo. Hi. Wir haben schon ein sehr lustiges Video auf Rezos Kanal gedreht. Das wird am Ende des Videos nochmal verlinkt und hier ganz oben in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, Leute, ey. Wir spielen heute Stadtland Tourette, nenne ich es jetzt einfach mal. Nur ohne Stadt und Land. Aber mit Tourette. Ja. Das sind wir dabei. Also die Kategorien sind, was sagt man, wenn man beim Koksen erwischt wird? Ein Mordmotiv. Also ihr habt die übrigens bei Instagram vorgeschlagen, ne? Also wir haben nur das genommen, was ihr vorgeschlagen habt. Gründe, um vom One-Night-Stand abzuhauen. Der Grund, warum Tim sein Abi geschafft hat. Nicht gut. Okay, wer will anfangen mit dem Buchstaben? Ist mir egal. Ich mal dir Hammer und Segel ins Gesicht. Ah. Lala. Jetzt bin ich schon durch mit dem Alphabet. Muss ja auch mal anfangen. Stopp. Ich bin wieder durch gewesen. Du musst direkt wieder von vorne anfangen. Ach, Entschuldigung, nochmal. Ah. Und jetzt bitte von rückwärts, um zu testen, ob du gerade nüchtern bist. Stopp. Ah, ich bin hier genau einmal durchgekommen. Das ist doch gut. Was man sagt, wenn man beim Koksen erwischt wird, habe ich, das ist nur Mehl, ich bin Bäcker. Als ich die Leine gezogen habe, war das aus Versehen. Einfach so, aus Versehen. Upsi. Ich habe aus Versehen die falsche Substanz genommen, also so ähnlich wie du. Beim Mordmotiv habe ich auf der Autobahn ist ein Unfall. Alle machen eine Gasse und dann fährt da so ein Wichser einfach durch. Da kann man ruhig schon mal mit der Mistgabel drauf einschlagen, aber nur zweimal. Sonst das ist ein ganz kleiner Mord. Aus reiner Blutrünstigkeit. Der UEFA-D regt diese da mal wieder zu stark auf. Trigger. Eines Tages bringe ich ihn einfach um. Siehst du, deswegen ist ein ganz schöner Trigger für ihn. Also Gisela bringt Wolf um. Ja. Das Wesen aus der Eifel. Grund vom One-Night-Stand abzuhauen ist, glaube ich, nicht so strong, aber hab ich. Allein sein ist ja auch mal wichtig. Das stimmt. Ja, okay, das stimmt. Aber. Keine Ahnung. So, einmal fünf gegen den Willi. So Self-Care-mäßig, dass du sagst, so, ja, das war jetzt für uns beide ganz schön, aber jetzt brauche ich das für mich auch mal allein. Aua, es tut so weh, bitte steck ihn nur zur Hälfte rein. Von diesem Song. Ich hab, Achselhaare sind so schnell gewachsen, müssen nun getrimmt werden. Haut man dann noch ab? Es ist eigentlich auch egal, ne? Ich glaube, an dem Punkt, wo man schon sich aufeinander so eingelassen hat, kann man auch sagen, okay, jetzt zieh ich durch. Ja. So als ob die dich auspackt und dann sagt, nee, du hast da ein bisschen Ich pack dich wieder ein. Jetzt bin ich sehr gespannt auf den Grund. Warum Tim sein Abi geschafft hat. Angeblich hat er mit dem Direktor geschlafen. Ja, der hat ja klein den Schwanz gelutscht. Und, was hast du? Auch Albert Einstein hat dafür keine Erklärung. Ich finde nett, dass ihr so, ich habe einfach absolut hart erarbeitet geschafft. Hart erarbeitet? Ja. Bei Herr Klein? Ja, als Schüler. Also, okay. super. Job. K. Ich mach asozial diese Runde. Ich mach richtig asozial diese Runde. Ich habe gerade richtigen Schwachsinn geschrieben. Ich habe gar nichts geschrieben bis jetzt. So, was sagt man? Also du erwischt mich beim Koksen. Ja, genau. Und ich bin sage, geschockt erstmal. Ja. Und ich sage, Rezo, ich glaub, dass ja nicht du Nase weißt. Guckst du mit oder stehst du da nur doof rum jetzt? Weil jetzt liegt der Ball auf deiner Seite. Was machst du jetzt? Wie konnte du ich? Außenseiter. Kokain nehme ich nur, weil Prinz Markus mein Vorbild ist. Oh. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Irgendwie bin ich beim Meditieren hingefallen und mit dem Kopf auf die Tischplatte geknallt. Eine gute Ausrede. Ja, sehr, sehr plausibel. Und dabei habe ich noch eingeatmet mit einem Nasenloch. Ich habe nämlich gedacht, beim Meditieren macht man doch mal so. Bei dem Mordmotiv habe ich Kinder. Nerven halt manchmal derbe. Kinderblut. Kinderfleisch. Ja, geröstetes Kinderfleisch schmeckt am besten. Ich habe schon Gisela wirkt schon richtig hektisch. Ja, ich fresse Kinderfleisch. König Albert will den Kongo kolonisieren und muss gestoppt werden. Das ist richtig gut. Das ist sogar geschichtlich. Hat er wirklich den Kongo kolonialisiert? Im 19. Jahrhundert hat der belgische König das echt gemacht und das war nicht nett. So Zeitreisenmorde sind auf jeden Fall immer spannend. Reise in das Jahr 1945 und gib Donald Trumps Eltern ein Kondom. Ich habe Karatelehrer, spannt mir meine Freundin aus, um dann mit meiner Mutter zu heiraten. Karatelehrer spannt dir deine Freundin aus, um dann mit meiner Mutter zu heiraten. Hä? Warum spannt er dir denn die Freundin aus, um dann deine Mutter zu heiraten? Will er dich einfach doppelt triggern? Er will mich einfach doppelt triggern. Also, ja. Aber da musst du aufpassen, weil ich bleibe bei Kinderfleisch.
Lecker Kinderfleisch. Anne, du hast ja ein anderes Mordmotiv. Okay, Gründe. Ja, ey, Grund, One-Night-Stand. Ich bin nicht gut in der One-Night-Stand-Kategorie. Kann nicht, wenn man mir zuguckt. Ich habe komische Leute mit satanistischen Gewändern standen plötzlich mit im Raum. Wie würdet ihr in so einer Situation reagieren? Und plötzlich haben die so also Fackeln in der Hand und so komische Gewänder, die stehen im Kreis um dich herum. Dann fragst halt auch, macht ihr jetzt mit oder steht jemand doof rum? Ich habe einfach keine Zeit mehr, sorry. Solide. Den einfachen. Warum habe ich mein Abi geschafft? Grund, warum Tim sein Abi geschafft hat. Konnte nix, hatte Glück. Keine Worte können dessen Mut und die Tapferkeit zu Genüge beschreiben. Kohle wurde in die Lehrer gesteckt, um diese zu bestechen. A. Stopp. F. Das ist so eine schöne Schrift, ne? Das ist so krass. Das sieht aus wie gedruckt. Dann guckt mal meine an. Könntet ihr da irgendwas von lesen? Nee, aber du hast trotzdem Abitur gekauft. Hab ich nicht. Verzeihung, die Mama hat Abitur gekauft. Ich glaube, da ist was dran. Hast du dich erschreckt? Nee. Ja. Lenk dich das ab? Ja, Herr Stalinist. Spitznamen von Gisela. Hast du dir deine Haare diesmal mit Bleichungsmittel gefärbt? Das sieht nämlich aus wie nach einem Säureunfall. Also du erwischst mich beim Koksen. Genau. Was, du kokst? Ja. Und ich guck dir tief in die Augen und sag völlig romantisch für dich. Kratze ich die Reste auch nochmal zusammen. Oh, das ist aber lieb. Ja, ne. Dich und lass mich meine Aura allein erforschen. Ich habe falsche Freunde, fühle manchmal zu falschen Situationen mit falschen Substanzen. Boah. Ja. Mordmotiv. Erzähl das mal am Bahnhof Zoo. Da ist der Zug abgefahren. Mir ist nichts mit Erfahrung. Ist ja am Bahnhof. Französischlehrer macht eine Überraschungsprüfung. Wenn man The Purge of Wish bestellt. Was hast du hier? Finderlohn für das Bernsteinzimmer wurde nicht ausgezahlt und ich war angepisst. Ich wette, deine stalinistischen Freunde haben sich das unter den Nagel gerissen. Das werden die auch. Die haben sie einiges unter den Nagel gerissen. Ich hab Flamenco wird zum Nationaltanz und jeder muss ihn lernen. Aber ist das dann Selbstmord? Weil du löst das ja nicht, wenn du irgendwen umbringst. Das ist ein fucking Nationaltanz. Ich hab halt daran gedacht, dass man da die Lehrerin umbringt, aber du hast recht, es löst es halt nicht. Dann kommt ein anderer. Der Grund, vom One-Night-Stand abzuhauen, kam mir dann doch öde vor. Es war einfach so, meh, ich weiß nicht. Geschlechtsverkehr, oh, ist ja auch anstrengend, ne? Ich könnte jetzt auch zu Hause einfach... Können wir auch fisten? Ja, solche Geräusche stößt du dann aus. Ich glaube noch ganz andere. Was hast du? Frauen sind doch nicht mein Ding, ich gehe lieber zu deinem Bruder. Das ist smart eigentlich. Ja. Ich hab, falsche Person wird morgens im Bett aufgefunden. Also nach dem Prozess kann man... Oh Gott, das war doch meine Schwester. Du schläfst mit einer Person, wachst dann morgens neben mir auf. Du kommst quasi... Kennst du das nicht? Also, kennst du das? kenn ich das nicht? Was kenn ich nicht? Du bist im Club abends und dann lernst du halt ein Mädchen kennen und dann verwechselst du die beiden irgendwann im Club, weil es ja dunkel ist. Und was? Du kommst ja auch im Dunkeln. Jetzt erzählst du die Geschichte, was mit der armen passiert ist. Und du kommst im Dunkeln nach Hause und dann wachst du morgens auf und da liegt da jemand anderes in deinem Bett. Weil du die Person nicht mehr angeguckt hast, seitdem du aus dem Club rausgegangen bist? Ja, also nicht mehr richtig. Genau das ist dem Tim im Bootshaus passiert. Das ist dir passiert? Das ist ihm passiert. Das ist dir passiert? Das ist ihm passiert. Er kam vom Pipi machen wieder und ist zur Falschen gegangen. Du hast die falsche Person mit nach Hause genommen? Nein, ich habe niemanden mit nach Hause genommen. Also mit nach Hause genommen nicht. Nein, also das ist echt nicht. Der Grund, warum Tim sein Abi geschafft hat. Was ist da passiert? Oha, oha, oha. Es tut mir leid, mein Tick. Aber du kannst nicht neben der falschen Person auf, weil du siehst die Person doch wenigstens während des Aktes. Sehr kommt drauf intensiv. An. Zack, hast du mit deiner Schwester geschlafen. Upsi. Passiert einmal. Also macht euch da keine Gedanken. Bleibt unter uns. Boah. Ja, bleibt ja in der Familie. Ja. Was? Achso. Grund, warum Tim sein Abi geschafft hat. Fantasie. Ganz viel Fantasie. Für Tims Abitur flossen Bestechungsgelder in Millionenhöhe. Ich glaube auch. Ich habe einfach Feinheiten im... Ja. Das nicht lesen. Er hat vielleicht noch kein Abi, deswegen... Feinheiten im... Er hat Schwierigkeiten mit Lesen. Deswegen ja Bestechungsgelder.
Genau, ja. Hm, weiter geht's. Feinheiten. Es waren Feinheiten. Nächster Buchstabe. Ich bin schon wieder die Seite offen. Stopp. E. Es war doch M, oder? Nein, es war E. E. Ja, perfekt. ja. Ja, ich mach da nochmal neu. Boah. Aber ich bin noch, ich bin erst. So viel zum Thema Abi bestanden. ich werde beim Koksen erwischt. So. Ja, ja, was sagst du? Und ich sag, ey, ein Typ kam rein und hat das hier hingelegt. Ich glaube, er hieß Julian Bam. Hm. Das ist komplett plausibel. Das ist leider passiert. Das, ich kann nicht denken. Ja, ja. Was hast du? Enten hätten fast Kokain konsumiert und ich als Tierschützer habe dann schnell alles weggezogen. Smart. Eigentlich bin ich gar nicht Tim, sondern Manuel Neuer. Mordmotiv. Ich habe mir gedacht, was kann begründen, jemanden umzubringen? Und jetzt habe ich Eckdaten im Freundschaftsbuch wurden falsch eingetragen. Oder, so. Ja, wenn da jemand schreibt, dass Spaghetti das Lieblingsessen ist, wenn das eigentlich Pizza ist. Würde ich auch komplett ausreißen. Die Schlampe hat meinen Namen falsch geschrieben, ich werde sie umbringen. Ja, ich sehe da auch keine Alternative, wie man damit umgehen soll. Okay, was hast du? Einer muss das Samurai-Schwert ja mal testen. Ja, sonst weiß man nicht, ob es wirklich scharf ist. Monetarisierungsprobleme bei YouTube finden auf jedem Video statt. Ja, das kann ich verstehen. Also jeder YouTuber kann das sehr verstehen, dass man da manchmal ein paar Mordgedanken hat. Ja. Grund, um vom One-Night-Stand abzuhauen. Einige extreme Fetische, die gar nicht mein Ding waren, wurden vehement verlangt. Das habe ich in der abgewandelten Form auch. Wie, was hast du denn? Er fängt während des Aktes an, alles voll zu wursten. Das war ein Upturn. Ich habe eigentlich, muss ich jetzt ganz schön in die Kirche, denn ich habe gesündigt. Ja. Und da sitzt also der Priester und macht doch kränkere Spiele. Der Priester sagt, was war deine Sünde? Mein Junge, bück dich. Du warst ungezogen, ich musste den Hintern versohlen. Der Priester fragt dich dann, was war deine Sünde? Und du sagst, ich habe Grund, warum Tim sein Abi geschafft hat. Jetzt bin ich sehr gespannt. Eine erstaunliche Verkettung von ganz vielen unwahrscheinlichen Zufällen. Der aber doch zu meinem Abi geführt hat. Ja. Da war ich mal was netter. Er hat halt die Prüfungen bestanden. Oh, das ist aber nett. Ich habe geschrieben, er ist der Meister des Wissens. Vielen Dank an dich, dass du dabei warst. Ja. Gebt diesen Daumen doch ein, dem Daumen doch ein Video nach oben und schreibt einen Kommentar. Und schaut bei Rezo vorbei, da habe ich auch ein sehr lustiges Video. Sehr lustiges Video. Mit Rezo haben wir vorhin auch ein mega lustiges Video gedreht. Vielen Dank, dass wir dich nochmal besuchen, also dass wir dich mal besuchen durften. Ja, stimmt, wir waren das erste Mal hier. Sehr schön, genau. Sehr schön. Ist ja, es guckt, hört, hört. Deswegen hauen wir jetzt auch ganz schnell wieder ab. Und verabschieden uns und hoffen, wir sehen uns von einem nächsten Video wieder. Ja, genau. Ciao. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Tschüss. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna